Erlebt die Gamescom 2014 in Köln mit Sci-Fi. Brandneue Games, heiße Messe-Babes, virtuelle Realitäten. Wir zeigen euch die Highlights der größten Videospielmesse der Welt. Pünktlich zum Start der Gamescom in Köln lässt Grafikkartenplatzhirsch Nvidia sein Shield-Tablet samt Controller von der Leine. Das Android-betriebene Streichelpad besitzt einen Tegra K1-Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher sowie einen Full-HD-Bildschirm. Genügend Power also für die Zielgruppe der Gamer. Für das Tablet haben wir jetzt einen extra Wireless-Controller gemacht. Und das ist kein normaler Bluetooth-Controller, wie man ihn kennt als Gamepad, sondern wir benutzen Wi-Fi Direct. Das hat kürzere Reaktionszeiten. Man kann einen Kopfhörer anstecken, man kann sich auf die Couch setzen, Audio wird übertragen. Ich habe ein Mikrofon integriert, ein Touchpad ist integriert für Maussteuerung. Und wir haben das Tablet in vielen Funktionen erweitert. Das nennt sich bei uns Game Stream. Wir können jemand, der einen Nvidia-PC hat, kann seine Spiele von seinem PC auf das Tablet streamen. Das kann ins Wohnzimmer sein, das kann ins nächste Internetcafé sein, bei einem Freund oder mit der LTE-Version, die kommt von dem Tablet, sogar einfach im Park über Funk. An Zubehör und Fragwürdigem für Gamer finden wir auf der Gamescom allerhand. Kostprobe? Wie wäre es mit dem Couch-PC-Adapter? Das Hamburger Unternehmen Rocket stellt eine Brett-Keyboard-Maus-Kombo für lässige Gamer vor, inklusive Smartphone-Halterung. Wer's braucht? Vom gleichen Hersteller gibt's die selbst zusammenbaubare Maus mit herausnehmbaren Tasten.